Ich darf ankündigen den Herrn Jürgen Eils und natürlich auch Harald Wagener, beide sehr aktiv tätig in diesem Projekt. Sie werden uns Einblicke geben. Beide kommen aus der medizinischen Forschung und aus der Industrie-IT-Forschung, aus vielen, vielen langjährigen Erfahrungen, was Daten, was Plattformen angeht, nicht nur im Gesundheitswesen, sondern auch im Ökosystem von Gaia-X. Und in diesem doch relativ breiten Raum betten wir jetzt das Projekt HealthX DataLoft ein. Und Jürgen, schön, dass ihr die Zeit findet. Ich übergebe dir jetzt das Mikrofon. Wir haben hier immer zwei. Du hast ja da eins. Das brauchen wir erstmal nicht, oder? Genau. Und dann viel Spaß und guten Input. Okay, scharf geschaltet. Für den Raum, wenn du das willst, ist das Mikrofon hier vorne entscheidend. Ah, okay. Ja, Markus, ja, vielen Dank für die herzliche Einleitung und die nette Einleitung. Harald und ich sind von der Charité beziehungsweise Berlin Institute of Health und sehr glücklich, hier den HealthX Data Raum vorstellen zu können. Genau, also ganz global gesagt, ist ja bekannt, dass Deutschland, vielleicht auch Europa, aber insbesondere Deutschland in der digitalen Gesundheit relativ unterdurchschnittlich entwickelt ist, um es positiv auszudrücken. Andererseits ist es so, dass es jetzt auch nicht die tollen Vorbilder gibt in großen Ländern, in großen Populationen, wo man sich das direkt von abgucken kann. Wir haben den chinesischen Gesundheitsmarkt zum Beispiel, der relativ gut funktioniert, zentralisiert ist, was aber sicherlich kein guter Ansatzpunkt für Deutschland wäre. Wir haben US-amerikanische Datenmonopolisten. Das wird ja in der EU oder auch uns, durch unsere Forschung, durch unsere Sichtweise, durch unsere Politik sehr kritisch gesehen, das zu Recht. Sodass wir uns die Situation im Grundsatz angucken. Wir haben ja auch gute Sachen, die schon unterwegs sind, wie die elektronische Patientenakte zum Beispiel und andere Initiativen. Ich kann die Medizininformatik-Initiative nennen. Silvertun habe ich gerade auf dem Bild gesehen, die dort maßgeblich auch mitarbeitet, aber auch andere Akteure. Im Endeffekt ist es auch so, dass Europa erkannt hat, dass wir einen europäischen Weg für einen Gesundheitsdatenraum benötigen. Mein Vortrag ist in dieser Hinsicht zweiteilig aufgeteilt. Also ich werde erstmal unser Projekt vorstellen und dann auch etwas zu dem EHDS sagen, wo wir auch starke Aktivitäten schon drin haben seitens der Charité, seitens unserer Abteilung. HealthX DataLoft ist gefundet vom BMWK mit einer stolzen Fundingsumme von 13 Millionen Euro. Insgesamt von Herrn Altmaier, sagen wir mal, vielleicht Professor, von Herrn Altmaier, dem ehemaligen Bundeswirtschaftsminister, initiiert. Gaia-X war eins seiner Favoritentechnologien, seiner Favoritensysteme, der er sich angenommen hat. Ist jetzt übernommen worden vom neuen Bundeswirtschaftsminister natürlich und ist gestartet vor 2 Jahren ungefähr. Rechts sehen Sie Herrn Habeck bei der Verkündung, bei der Preisverleihung. Und wir sind stolz, dass wir eins der neun geförderten Gaia-X-Projekte sind. Von diesen neun geförderten Gaia-X-Projekten sind zwei Gaia-X-Projekte in der Gesundheit unterwegs. Einmal HealthX, das sind wir, geleitet von der Charité, sowie ein anderes Konsortium, TeamX, geleitet von Bayern Innovativ, das eher bayerisch orientiert ist. Wir sind deutschlandweit orientiert. Wir arbeiten in der Regel sehr kooperativ, sehr eng miteinander zusammen und versuchen weitestgehend Kompetitivität zu vermeiden, was auch sinnentfremdet wäre. Wer ist bei uns im Konsortium dabei? Das ist einmal die Charité. Wir haben eine IONOS, einen großen Cloud-Provider, eine SVA, eine Bundesdruckerei fürs Identitätsmanagement, die FU Berlin, wo hier auch Kollegen von hier sind, Significo sowie Medisana, die TMF. Danke, dass ich hier die Gelegenheit habe, in den Räumen der TMF diese Präsentation zu halten. Fraunhofer-Institut gemeinsam mit der IDSA, die an diesen ganzen Konnektoren, an den ganzen Technologien arbeiten. Das Hasso-Plattner-Institut, das Gastgeber ist des nächsten Health-IT-Talks. Sowie, last but not least, Siemens Healthineers. Ich möchte auch erwähnen, dass zum Beispiel eHealth Business kein geförderter Projektpartner, aber ein Unterauftragnehmer ist, deswegen hier nicht gelistet ist,
die also dort wesentliche Arbeiten leisten und uns richtig voranbringen, wie auch andere Unterauftragnehmer. Wir haben eine Reihe von assoziierten Partnern, ungefähr 20 Stück. Namhafte Namen sind dabei, wie Bayer, Accenture, etc. etc., die auch teilweise bei uns aktiv mitarbeiten. Ich muss ein bisschen langweilen mit der Architektur. Im Prinzip, Gaia-X-Technologie ist eine, was ist das überhaupt? Ich versuche das mal in drei Sätzen zusammenzufassen. Das ist eine Technologie, die verschiedene Provider, die verschiedene Technologien miteinander verbindet. Na, wenn man in den Datenraum hinausschreit, hallo, ich bin die Charité und ich habe hier Gesundheitsdaten, muss der Datenraum, was auch immer das ist, das Internet, muss es verstehen. Das ist zum Beispiel Gaia-X-Technologie, ganz profan ausgedrückt. Ne? Ich bin auch kein Techniker, besser kann ich das kaum. Diese Technologie liegt dem zugrunde. Der Clou in unserem Projekt ist, ähnlich wie der EPA, das muss man sagen, im Prinzip dem Patienten direkten Zugriff, den Patienten in den Mittelpunkt des Geschehens zu setzen. Ich habe gerade die MII erwähnt, Medizininformatik-Initiative. Ist jetzt nicht ganz so, ich versuche es mal nett auszudrücken. Wunderbarer Verein, alle Universitätskliniken sind doch beteiligt, aber man ist dort in seinem Krankenhaus befangen, gefangen. Man arbeitet, man kann jetzt miteinander arbeiten, was eine Riesenleistung ist. Interoperabilität, wir haben ja auch die IOP-Plattform, Markus Beck hier, an der Charité, aber auch in den Unfallkliniken, Herr Zorn, die dort verwendet werden. Da sind wir einen gehörigen Schritt vorwärts gekommen, KZG ebenso. Aber wir reden jetzt davon, dass wir den Patienten in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, es passiert viel unten drunter, viel Technik. Die Medizininformatik in Deutschland konnte immer viel Technik, konnte super gute Technik. Es hapert oft an den Anwendungen und jetzt hapert es an den Patienten. Also das ist vielleicht auch nicht deren Metier, aber da gibt es diese Lücke. Die EPAC ist der erste Schritt dahin, auf jeden Fall. Der ist auch richtig, der ist auch wichtig. Wir sehen uns auf jeden Fall komplementär zu EPA. Was wir ja hier auch drin haben, wir wollen die EPA inkludieren in unser Konzept. Wir wollen klinische Daten inkludieren, gemäß der Medizininformatik-Initiative. Wir wollen auch den sekundären Gesundheitsmarkt mitnehmen. Also wir sind relativ offen und frei. Gaia-X-Technologie ist unser Sprechwerk. Und natürlich sprechen wir auch, wenn Sie jetzt fragen, naja, was ist denn mit den gängigen Technologien, Standards, die wir in der Klinik haben, die sprechen wir natürlich vorwärts, rückwärts, FHIR und IAE. Siemens Healthineers baut dort auch den klinischen Datenzugang, der ist natürlich IAE-basiert. Ne? Und FHIR ist auf den klinischen Datenebenen Standard unseres Datenaustausches. All diese Sachen wollen wir miteinander verbinden. Und wir haben ja auch, wie gesagt, das BMGK überzeugt, dass wir förderwürdig sind. Das BMG guckt jetzt sehr interessiert nach uns, komme ich später nochmal zu. Damit das Ganze nicht nur eine reine Technologie ist, was die Medizininformatik eigentlich ganz gerne mag, haben wir direkt Use Cases definiert, um zu zeigen, dass das, was wir dort an Technik bauen, auch in der Anwendung als POCs zum Beispiel laufen wird. Diese Slides werden nachher auch verteilt, aber Sie können natürlich auch gerne sich es so aufnehmen. Wir haben zum Beispiel hier in diesem Fall Use Case 1, wir haben vier Use Cases, im Wesentlichen referenziert durch unseren Partner Office aus Oldenburg, die auch diese Slides hier erstellt haben, die jetzt kommen, wo wir zum Beispiel in der selbstbestimmten Gesundheit auf Fitness- und Gesundheitsdaten zugreifen, die Bürger wie immer im Mittelpunkt, das ist immer wichtig, die Bürger im Mittelpunkt. Und ausgeleitet wird das medizinische Fachpersonal. Klinische Daten in einem weiteren Use Case, der klinische Begleiter in klinischen Behandlung. Hier haben wir ein Beispiel in Brustkrebs, wo klinische Daten derzeit EPA perspektivisch. EPA ist ein anderes Thema, da werde ich vielleicht nachher ein paar Worte zu verlieren. Der Bürgerin zitierte Datenzugang, die Bürger auch und doch der Link zum klinischen Begleiter und dort auch wieder die Verbindung zum medizinischen Fachpersonal. Einen weiteren Use Case, das ist die Zusammenführung von Medikation und Pharmakogenetikdaten, das ist jetzt mal ein Beispiel.
HPI, Hasso-Plattner-Institut, ist dort für zuständig, die dort in einem EU-Programm auch schon maßgebliche Vorarbeit geleistet haben. Auch hier wieder der bürgerinnenzentrierte Zugang. Das heißt, es ist nicht etwas, was die Ärzte miteinander austauschen oder IT-Kliniken, sondern der Patient nimmt, soll aktiv an diesem Geschehen teilhaben. Hier in diesem Fall klinische Daten und Labordaten, die wir jetzt hier nicht einfach aufgeführt haben, die zusammengeführt werden für ein genetisches Profil. Ein schwieriges Thema in Deutschland. Deswegen ist dieser Use Case natürlich auch ethisch gesehen mit einem gewissen Sorgfalt zu betrachten. Sehr, sehr wichtig ist der letzte Use Case, Sekundärnutzung von Daten. Auch hier haben wir alle Datenquellen im Blick, auch wieder über den Bürger, der im Prinzip seine Daten in einer gewissen Weise spenden kann. Manches, die ein bisschen mit dem Thema verwandt sind, werden sagen, okay, gut und schön, aber wird das nicht durch den EHDS abgedeckt? Und ja, der EHDS, da komme ich später zu, gibt den Rahmen, aber man braucht auch die Technologie, man braucht auch einen Weg dahin. Neben den Use Cases, die aktiv laufen und zentriert sind, haben wir allerdings nicht nur einen Forschungsansatz. Wir haben einen starken ökonomischen Ansatz, der eingeleitet wird durch unsere HealthX Innovation Hub. Das ist in einer Ausschreibung, wo das ich hier nicht im Detail näher erwähnen kann, wo wir Mittel zur Verfügung haben, wo wir einzelnen Bewerbern Geld zur Verfügung stellen können, Firmen im Wesentlichen, die sich daran die bewerben können und dann beispielsweise eine Umsetzung bei uns in HealthX in unserem Ökosystem durchführen können. Davon befinden sich drei derzeit in konkreten Umsetzungsszenarien. Thrive ist vielleicht bekannt als Anbieter, als genereller Anbieter zu Schnittstellentransfer für alle Art von Smart Wearables und Biosignals. Das heißt, wir müssen nicht eine Garmin oder eine Fitbit nehmen, einzeln, sondern die haben die Schnittstelle. Und die haben eine Schnittstelle in den Datenraum hinein, die Gaia-X-Schnittstelle, und sind damit dann im Prinzip sozusagen ein Mittler. Wir haben dabei Aqua-Institut, das ist eine Erstellung eines Gaia-X-kompatiblen App für E-Consult und Zweitmeinung, gerade im initialen Bereich der onkologischen Erkrankungen schon am Markt mit tausenden Anwendern. Derzeit allerdings, und das meine ich, ne, das ist ein Beispiel für Ärzte und für Forscher, also nicht nee, für Ärzte, Entschuldigung, Ärzte, Zweitmeinung, Ärzte, anderer Arzt. Rein unter Ärzten. Jetzt wollen Sie den Patienten einbeziehen und haben sich entschieden, dass Sie das mit uns ausprobieren wollen. Anderes Beispiel, eCoverage, jetzt mit Adesso im Verbund. Auch wieder eine Gaia-X-kompatible App, damit Sie in unserem HealthX-Datenraum teilnehmen können, müssen alle Gaia-X sprechen. Dort eine App für Physiotherapie, dann nicht, weil wir alle wissen, Physiotherapeuten Stunden oder Therapien sind schwierig zu kriegen. Und das Ganze soll dann auch elektronisch funktionieren können. Ja, und wir mögen Sie auch einladen, hier bei der nächsten Ausschreibungsrunde, die bald starten wird. Das wird jetzt in den nächsten Wochen sein. Gibt es halt verschiedene Preise. Es gibt zwei Runden. Insgesamt können bis zu 75.000 Euro brutto oder netto so zum Gemisch erworben werden oder gewonnen werden. Der Nutzen für die Teilnehmer ist einmal finanzielle Unterstützung bei der Entwicklung von Innovationen bei uns in unserem Gesundheitsdatenraum. Wir stellen Expertise und Monitoring durch unsere Entwickler bereit, sodass der Bewerber, der Gewinner dieser Innovationsforen sich einfach anbinden kann. Und ja, sie sind auch ready für EHDS. Da komme ich gleich zu, wieso das überhaupt so relevant ist. Ja, genau. Nur mal so, wo sind wir unterwegs? Also wir haben regelmäßige Meetings an die Ministerien, sowohl an das BMWK wie auch an das BMG. Das ist nicht immer trivial, die beiden Ministerien oder verschiedene Ministerien unter einen Hut zu bringen. Das ist uns hier glücklicherweise gelungen. Der nächste Termin ist Ende Februar bei der Bundesdruckerei, dort Gastgeber. Der letzte Termin war im Oktober letzten Jahres. Also wir haben das regelmäßig 3 bis 4 Mal im Jahr. Wir sind dabei Onboarding von diversen neuen assoziierten Partnern, da haben wir mal Bayer zu nennen, oder RKI, die ganz gezielt mit konkreten Use Cases auch zukunftsorientiert. Die denken in 2030, was in 2030 möglich ist. Wir denken auch lang, ich zeige nachher, wie wir langfristig denken, die bei uns auch mit uns in konkreten
Projektumsetzungsszenarien unterwegs sind. Wir haben auch ökonomische Überlegungen. Jetzt muss ich gucken, ich rede zu viel. Von der Zeit her? Das passt. Also ein bisschen. Okay, ich dachte eine halbe Stunde. Ich hatte gerade gefühlt, das könnte knapp werden. Ökonomische Überlegungen zum Fortbestand unseres Projektes über die Förderlaufzeit hinweg. Die Förderlaufzeit ist 3 Jahre. Punkt. Dann sind, Sie kennen das vielleicht, wenn Sie ein bisschen im Forschungsumfeld unterwegs sind, dann ist das Projekt zu Ende, man verabschiedet sich und gute Kontakte sind geblieben und dann geht es ins nächste Projekt. So, das wollen wir auf keinen Fall. Also bei so einem Aufwand, den wir reinstecken, wollen wir das auch auf ökonomische Füße stellen. Da sind wir gut unterwegs, kommt im zweiten Teil des Vortrages. Genau, bevor ich dazu komme, ein kleiner Schwenk zum EADS, zum European Health Data Space. Auch hier wieder die gleichen Voraussetzungen, die ich im ersten Slide gebracht habe. Die Problemlage ist gleich, ob jetzt in Europa oder in Deutschland. Wir haben primären Gesundheitsdatenmarkt, starke Reglementierung durch verschiedenste Gesetze. Es kommt jetzt ein neues hinzu, das soll es einfacher machen. Beteiligte hier im Saal haben ja auch aktiv mit dran gearbeitet, machen uns ja auch große Hoffnungen. Wir haben eine unzureichende Datennutzung, nebst elektronische Ersterfassung. Elektronische Ersterfassung ist zum Beispiel in den Kliniken ein Thema. Patienten haben derzeit kaum Datenzugang. Vielleicht mal isolierten Datenzugang in manche Kliniken, ELOS-Kliniken oder manche Stellen sowas bereit. Die EBA ist natürlich da auch zu nennen, aber EBA kann nur langsam gehen. EBA kommt mit Macht, aber langsam, wie es sein muss auch, ne? Wir wollen da im Prinzip von der Seite her unterstützen. Und der Datenfluss ist unzureichend zwischen Institutionsgrenzen, wie erwähnt. Der sekundäre Gesundheitsmarkt, Fitnessdaten, sind bei Großkonzernen eingeschlossen. Die laufen uns weg. Uns meine ich Europa. Also ganz klar, was da passiert. Ne? Wir haben jetzt hier das Slide vom letzten Jahr, da haben wir ChatGPT noch nicht drin und AI. Ne? Das läuft uns ja alles weg. Da müssen wir gucken, dass wir da aufholen. Wir haben kaum Nutzung in Primärversorgung, wie gesagt, für den Patienten im direkten Zugriff, große Barrieren, eingeschränkte Forschungsoptionen. Das bringt im Prinzip die Notwendigkeit des EADS, also sich im internationalen, im globalen Gesundheitsmarkt europäisch zu behaupten. Und auch nur da so sehe ich eine Chance. Nur mit europäischer Macht, sehe ich eine Chance, dass wir den Amerikanern und den Chinesen, ja, das sind jetzt in Zukunft, ne, dass wir denen noch Paroli bieten können. Ich möchte nicht wissen, in 10 Jahren China, die haben so eine tolle Technologie, noch nicht gerade auf Augenhöhe, wenn die ja mit ihren, das haben sie in der Solartechnologie gemacht, dann machen sie auch in der Gesundheitstechnologie. Wollen wir das? Also sicherlich nicht, aber ich bin ja nicht der Einzige. Ganz Europa hat es erkannt, also die Kommission hat es erkannt, deswegen im European Health Data Space. Natürlich soll der EADS im Einklang mit GDPR stehen, das ist komplementär und auf keinen Fall kompetitiv. Schwerpunkt auch im EADS ist Datensouveränität und vor allen Dingen auch hier Bürgerinnenzentrierung. Der Bürger steht auch da im Vordergrund im EADS. Das Ziel des EADS ist ein einheitlicher europäischer Markt für digitale Gesundheitsdienste, ne, aus Zugang zu und Austausch von digitalen Gesundheitsdaten. Neue Selbstzertifizierungsanforderungen, wie auch einheitliche Identifizierungsmaßnahmen. Ne? Manche hier arbeiten ja in diesem Bereich, wissen, wie schwierig es ist. Wir brauchen und wie schwierig es ist, sich in Deutschland einheitlich zu identifizieren, dass es digital sicher ist. Das ist eine Herausforderung, wo wir nach und nach besser werden. All das ist jetzt auf europäischer Ebene ein Thema. Wir haben zum Glück die Bundesdrucker bei uns dabei, die uns da auf die richtige Fährte bringt. Also ist jetzt auch wieder davon abgeleitet. Also wenn man all diese Wege konsequent weiterverfolgt, was in der EU schwierig ist, vorherzusagen, dann sehe ich da schon gute Möglichkeiten, weil was können wir denn verkaufen? Ich meine, irgendwann muss ich auch was verkaufen, ne, wenn wir das alles so machen. Ne? Und das ist Vertrauen. Vertrauen in Daten. Ich glaube, Vertrauen in Daten kann man in Deutschland vergeltlichen. Monetarisieren. Das ist das, wo man draufsetzt und wo ich auch in Zukunft, in 10 Jahren, das ist jetzt noch nicht der Fall, noch gibt man seine Daten freiwillig preis. Aber ich denke, da wird ein Shift kommen in der Gesellschaft. Also, ja, das will ich Ihnen jetzt ersparen, will aber das zusammenfassen in der Hinsicht, der EHDS
ist nicht irgendwas, was da steht, ja. Das ist wie die EPA. Dort kommen, mitmacht. Zurzeit noch freiwillig gedacht, wenn die EU-Kommission dem zustimmt, gedacht ist es, dass es verpflichtend ist. Für alle EU-Mitgliedstaaten ab Ende dieser Dekade. Herr Semmler weiß das besser als ich. Ich will jetzt hier keine Halbwahrheiten verbreiten, aber so steht es geschrieben. Ja, so ist das aufgebaut. Also es gibt da verschiedene Instrumente. Wichtig ist zu nennen aus technischer Sicht, hier unten haben wir MyHealth.eu, das ist der primäre Gesundheitsmarkt, also die primären Gesundheitsdaten. HealthData.eu sind die sekundären Gesundheitsdaten hier gedacht, die Forschungsdaten zur Weiterverwertung, die primären Gesundheitsdaten zur Weiterverwertung in der Forschung. Es soll, wie gesagt, eine europäische grenzübergreifende Infrastruktur sein. Und es gibt dann, soll dann noch nationale Gesundheitsdatenräume für alle Member States geben. Wir haben dort einen Health Data Access Body, einen oder mehrere. Ist gerade noch in der Diskussion, wie es genau, nee, Entschuldigung, die Digital Health Authority soll eine oder mehrere sein. Es gibt einen Health Data Access Body und das Ganze, ups, und das Ganze auf Member States Ebene. Also es ist nicht so, dass es dort eine neue Infrastruktur geben wird. Das heißt, so ein bisschen aus der Technik, ich werde nachher sagen, was wir in der Technik schon gemacht haben. Es ist so, dass es den Ländern weitestgehend freigestellt ist, welche Technik sie verwenden. Sie müssen halt nur diese Buddies haben und dann im Prinzip in diesen gesamten Markt, in den gesamten Datenraum ihre Daten einspielen. So, wir haben das mal illustriert und danke an die FU, die Kollegen von Martin Gersch, Professor Martin Gersch, die diese Slides hier zur Verfügung gestellt haben und erbaut haben. Das sind die ganzen Punkte, die will ich auch nicht einzeln vorlesen. Die Frage ist, die sich dann stellt, wo kann denn so eine Plattform, wie wir sie gebaut haben, dieses HealthX Data Loft, wo kann es denn seinen Platz finden? Und das wird dort genannt, sichere Verarbeitungsumgebungen. Und das wäre genau an dieser Stelle, das HealthX Data Loft sozusagen die Orchestrierung spezifischer Datennutzungen anbieten kann. Kleiner Ausflug auch in den Cancer-Bereich hinein. Es gibt das ECDC, kennt kein Mensch, ist ein neues Instrument der EU, wird mit Macht kommen, ist mit mehreren 10 Millionen Euro ausgestattet, vielleicht sogar mehr, und ist eins der beiden Pillars, eins von zwei Punkten nur, die EU-Cancer Mission sich auf die Fahne geschrieben hat. Ne? Das ist schon. Wir haben uns dort auf eine Ausschreibung beworben und das Konzept für dieses EC, also die Charité, Harald Wagner und ich, also wir aus unserer Abteilung von Professor Roland Eils natürlich, der digitalen Gesundheit, haben uns darauf beworben und wieder warten, haben wir den Zuschlag gekriegt und das Konzept. Dankeschön, ja. Das Konzept dafür zu entwickeln, haben wir gemacht und haben der EU-Kommission gesagt, bitte macht es doch gemäß dem EHDS von jetzt. Etwas überraschend, aber man denkt, merkt mal ein bisschen, wie die EU-Kommission ticken. Die Ausschreibung, wir haben das Konzept geschrieben, mit viel Aufwand. Jetzt gibt es die Ausschreibung basierend auf diesem Konzept, wie das ECPDC gestaltet werden soll. Was ist das ECPDC? Das ECPDC soll, und da merkt man auch, dass die EU-Kommission jetzt auch mitunter nicht durchaus harmonieren, dass alle Krebspatienten, jeder Krebspatient in Europa einheitlich Zugang zu deinen Daten erhalten soll. Das begeistert natürlich, ist auch wieder bürgerinitiiert, ist aber nicht am EADS aufgehangen. Wir haben gesagt, das soll ins EADS angeflanscht werden. Das ist wohlwollend aufgenommen worden, das ist mal ein Ergebnis unserer Arbeit. Natürlich wollen wir dann auch später an der Umsetzung partizipieren und hoffen uns mit HealthX Data Loft da gegebenenfalls unsere Plattform einbringen zu können. Die Ausschreibung für Implementierungen und übergreifende Aktionen, das ähnlich wie das EADS, wie ich gerade auf dem Slide mal gezeigt habe, sind da 7, 8 Instrumente geplant, eine CSA, eine Joint Action und verschiedene Implementierungsausschreibungen.
So, jetzt wieder zurück zu Hells X Data Loft. Ich habe gesagt, dass wir auch gucken, dass wir ökonomisch auf die Straße kommen. Unser Projekt läuft in etwas über einem Jahr aus. So, damit wir dann nicht auseinanderlaufen, haben wir jetzt erstmal einen Verein gegründet. Vereinsgründung ist immer gut, funktioniert gut in Deutschland. Gemeinwohlorientierter Verein, der Entwicklung, Aufbau, Bürgerinnenzentrierter, auch wieder bürgerinnenzentriert, Gesundheitsdatenraum in Europa verankert, maßgeblich Richtung EADS. Entwickelt Best Practices und Spezifikationen. Und im Wesentlichen sind derzeit die Mitglieder aus den drei Gaia-X-Konsortien, Gesundheitskonsortien, wie gesagt, es gibt zwei vom BMWK und eins aus dem Land Schleswig-Holstein, sind, und viel Industrie ist dort vertreten, sind dort Mitglied. Und dieser EDA soll die Grundlage sein für nachhaltige Entwicklung datenbasierter Gesundheitslösungen. Weitere ökonomische Bestrebungen, das ist ein Verein. Der Verein kann, ja, wie wir alle wissen, nichts betreiben, sondern braucht man entsprechende Organe, GmbHs in der Regel dafür. Und da lehnen wir uns an Catena X an. Catena X macht es vor, wie es geht. Man kennt Catena X hier bestimmt nicht. Catena X ist ein Zusammenbund, ein Zusammenschluss aller konkurrierenden Autokonzerne in Deutschland. Alle acht maßgeblichen haben sich doch zusammengetan. Und haben gesagt, wir brauchen einen gemeinsamen Datenraum. Haben sich jetzt auch Gaia-X ausgeguckt, beziehungsweise auf den EDC-Connector, egal. Also Gaia-X-Technologie ausgeguckt und arbeiten noch zusammen. Sind etwas größer ausgestattet als unser eins. Die haben dort mehrere 10 Millionen Euro drin. Müssen ja, um die ganzen Lieferketten zum Beispiel aufeinander abzustimmen und so weiter. Auch dort in Form eines EVs gegründet. Der Betrieb von Datenökosystemen ist allerdings ausgelagert, genauso wie wir das vorhaben, in Betreibergesellschaften. Das heißt, es bedarf eigener GmbHs, also bloß kein Verein einen Betrieb machen lassen. Zum Beispiel überlegen wir gerade ganz aktiv, die Gesellschaft für den Betrieb von HealthX, eine Ausgründung ist geplant in circa 6 Monaten. Und die ersten Vorüberlegungen dazu sind gestartet. Das wird auch passieren. So und so bin ich bei meinem nächsten Slide nochmal zusammengefasst, ein bisschen die Klammer. Also HealthX ist ein Datenökosystem basierend auf Gaia-X-Technologie, gefördert vom BMWK, konzipiert für die Domäne Gesundheit. Wir denken über das Forschungszeitalter hinaus, Zeitraum hinaus, Gründung von Vereinen und GmbHs und perspektivisch soll europäisch gedacht werden, deswegen der Schlenker zur EADA e.V., also unserem Verein, wie auch zu EADS. Damit bin ich fertig. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt. Jürgen, danke. Harald kommt jetzt auch mit nach vorne und die Freirunde ist eröffnet. Wir haben jetzt ein relativ breites Spektrum an technischer Umsetzung, regulatorischen Rahmenbedingungen, auch so ein bisschen einen Ausblick auf die Frage, wie wird sich die deutsche nationale Struktur mit dem europäischen Ansinnen, European Health Data Space, aber auch die Themen, die so noch auf uns warten, zusammenbringen lassen. Wir haben im Chat einige Fragen und ich würde gerne das Wort auch hier in die Runde geben, das Mikrofon rumreichen. Wer hat Fragen an Jürgen Heitz und Harald Wagner, die ja doch maßgeblich jetzt in dem Projekt unterwegs waren? Hier vorne eine Frage und danach hinten. Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, was Sie da vorgetragen haben. Denn mein Eindruck ist, dass da an sich sehr viel erreicht werden kann, ganz auf der Linie dessen, wovon ich immer träume. Da kommt man jetzt endlich mal voran. Allerdings habe ich beobachtet, dass viele Seiten eigentlich skeptisch sind, manche auch bremsen, weil sie auch Eigeninteressen haben. Von daher weiß ich nicht, ob es Ihnen gelegen kommt, aber so ein bisschen die Szene zu beschreiben, wäre vielleicht hilfreich, damit man versteht. Und das Ganze, welche Chancen es hat und wo man vielleicht auch unterstützen kann. Punkt eins. Und das andere ist, perspektivisch sagen Sie ja, sollte es europäisch gedacht werden. Ja. Damit kann es ja, wenn man da auch Partner hat, einen stärkeren Drive bekommen. Wir sind in Deutschland ja immer sehr legalistisch aufgestellt und haben vielerlei Bedenken. Wenn man das also ein bisschen aufbrechen kann und gleichwohl aber im deutschen und europäischen Werteraum bleibt, wäre das natürlich super gut. Wie man da eigentlich die richtige Mischung findet, juckt mich sehr als Frage. Vielen Dank. Kommen wir zu Ihnen.
Ja, sehr gute Frage, ne? Also das treibt uns gerade auch aktiv um. Also auf deutscher Ebene sind wir ziemlich gut vernetzt, müssen uns natürlich auch in die deutsche Landschaft reinfinden, ne? Die deutsche Landschaft ist nicht so, dass die deutsche Gesundheitslandschaft sagt, ey, Gaia-X ist toll, brauchen wir, ne? So beileibe nicht, ne? Ist ja bekannt, ne? Vorgestern gerade etwas sowas erlebt. Genau, wir auch, ne? Relativ häufig. Auf der anderen Seite sind wir in den Ministerien gut verwandelt. Also auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene mache ich mir da weniger Gedanken. Also das ist auch im Prinzip die Abgrenzung. Sonst kann man sagen, naja, warum macht ihr das alles? Ne? Ihr könnt das doch alles an die EPA geben. Und dann warten wir halt 7, 8 Jahre, dann wird das alles oder 10 oder 20, ne? Dann wird alles darüber erledigt sein. Oder sie stirbt zwischendurch, mag ja sein, weiß man alles nicht. Ne? Aber wäre eine valide Antwort, aber europäisch wird die EPA nie werden. Und wir haben europäische Ansätze, hat darüber gesprochen, gute Verbindungen nach Katalonien, Luxemburg-Institut of Health ist Partner im EADA e.V. und das Ganze von vornherein international zu gestalten. Aber ist ein dickes Brett, vollkommen, vollkommen klar, ja. Danke. Vielleicht zum Thema europäische Verbindung. Beim ECPDC sind wir sehr gut wieder in die Europäische Kommission vernetzt und haben jetzt schon, obwohl die Ausschreibung vermutlich erst in ein paar Monaten rauskommt, einen großen Stapel europäischer Anfragen für eine Konsortialbildung. Und da wir ja viele verschiedene Sachen machen, damit nicht eben überall unterschiedliche Dinge passieren, sondern das zusammenpasst, bin ich da ein bisschen optimistisch. Aber wie ein Kollege von mir immer sagt, mit minimalen Größenwahn unterwegs zu versuchen, sicherzustellen, dass diese Dinge zusammenpassen. Jürgen hat auch ganz viele andere Dinge, die so rund um HealthX bei uns sowieso passieren, nicht erwähnt. Zum Beispiel bin ich bei Elixir, das ist hier ein europäisches Großprojekt zur Entwicklung von Standards für föderierte Forschung im Gesundheitswesen, mit im Executive Committee für die Frage Compute-Plattformen. Das heißt, das sind alles Dinge, wenn wir die erzählen würden, würden wir die Stunde füllen und noch mehr, die aber diese Bestrebungen, die wir hier machen, flankieren, unterstützen. Und die Erfahrungen, die wir daraus haben, wir eben hier auch einbringen, und genau diese Dinge, mit wem kann man Sachen machen und nicht nur Papiere produzieren, und aus welchen Ecken müssen da Leute zusammenkommen, damit es funktioniert, das tatsächlich auch beackern zu können. Vielen Dank. Dann war da hinten eine Frage. Ich kann mal kriegen. Ich habe kurz den Namen. Das ist mal ganz schön. Mein Name ist Sven Schapiro. Vielen Dank für die Information. Mich würde interessieren, wie weit jetzt da schon Kontaktpunkte mit der bestehenden Digitalisierung im Gesundheitswesen stattfinden, also EI und so weiter. Oder ob da jetzt nochmal eine neue Parallelwelt aufgebaut wird. Denn in meinem Kopf ist so Authentifizierung und Autorisierung der Beteiligten und der Zugriffe wirklich das größte Problem. Und ich kenn keinen Arzt, der sagt, naja, da will ich mich noch machen, das ist ja kein Problem. Das ist eher so gemein, keine Ahnung, finde ich nicht. Ja, wie ist das mit dem ganzen Identity Management und der Umsetzung parallel oder integriert? Wichtiges Themenfeld und ja, wer möchte? Das ist absolut zentraler Punkt, Identität, weil eben auch das Einwilligungsmanagement nur funktionieren kann, wenn ich tatsächlich weiß, dass es Shlomo Shapiro aus Berlin ist, der gesagt hat, dass seine Daten irgendwo hingeschoben werden sollen und nicht irgendjemand anders oder irgendwo verwendet werden dürfen. Wir haben als einen der geförderten Partner bei uns die Bundesdruckerei. Das heißt, wir sind, sage ich mal, noch ein bisschen direkter dran als über Verimi. Aber natürlich sind wir auch in Gesprächen mit T-Systems, die gerade im letzten Jahr, Verimi an vielen Stellen, nachdem es so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, vor sich hingeschlummert hat, tatsächlich in den Vordergrund bringen. Für uns ist das aber nicht unbedingt ein Widerspruch. Es könnte durchaus sein, dass Verimi als Identitätsprovider oder
welche EIDAS-konformen Identitätsprovider es in Zukunft tatsächlich gibt, konzertiert oder orchestriert mit einem Consent-Management-System, was nicht im Fokus von Verimi liegt, zusammenarbeitet. Weil wir aber nicht wissen, ob und wann das kommt, müssen wir natürlich für die Prototypisierung selber eine Authentifizierung zum Beispiel mit dem digitalen Personalausweis, beziehungsweise mit dem neuen Personalausweis, der gar nicht mehr so neu ist, selber umsetzen zur Erprobung. Und das ist tatsächlich gerade in der Macht. Ergänzung zum ersten Teil der Frage. Ganz klar, also wir werden sicher keinem Arzt ein zweites System dahinstellen. Also das ist ja unpraktisch. Ne? Wir sind ja auch in der Charité und gucken, dass wir auch in der Charité kein zweites System hinstellen. Wir sind bürgerinnenzentriert. Wenn, bei uns hat der Bürger im Wesentlichen den Zugang, ne, zu seinen Daten und orchestriert sie. Da ist dann die Frage aber berechtigt, ne? Kann ein Bürger denn neben der EPA, das bauen wir ja was Paralleles auf, nein, sondern die EPA soll inkludiert werden, hatte ich gesagt in den, nochmal viel gesagt, ja. Das ist natürlich ein dickes Brett. Es gibt gar nicht so viele EPA-Anbindungen derzeit. Es gibt nur die der Krankenkassen. Wir wollen eine zusätzliche EPA-Anbindung bauen. Das wird eine der größten Herausforderungen, die wir auch gar nicht im Forschungsprojekt machen können. Aber, und dann der Bürger ist es gewohnt, verschiedene Apps zu haben. Und dann konkurrieren wir miteinander, ne? Vielleicht auch eine, das muss man dann sehen. Ne? Vielleicht wächst das auch irgendwie mehr zusammen. Aber also wir haben das schon im Blick. Allumfassend können wir es natürlich noch nicht beantworten. Das zeigt dann die Praxis. Ja, aber vielleicht noch ein paar mehr Details. Zum einen ist die Thematik bei uns im HealthX-Projekt mit dem Beirat. Wir reden mit denen regelmäßig über Möglichkeiten zur Anbindung. Das, was Jürgen jetzt eben Anbindung nennt, da geht es um das sogenannte Frontend des Versicherten, also meinen Zugriff auf meine Daten in meiner EPA. Und da sind wir an verschiedenen Stellen in Gesprächen, wie das gehen kann, und haben tatsächlich außerhalb des Projektscopes konkrete Pläne, das umzusetzen. Wie das dann in den Markt gebracht wird, das wird noch entwickelt. Gut, alles gut. Vielen Dank. Ich würde mal eine Frage aus dem Chat aufnehmen wollen, die auch so ein bisschen Richtung Regulatorik geht. Technisch haben wir, glaube ich, eine ganze Menge auch schon im Vortrag selbst sehen können, aber die große Herausforderung ist ja bei so vielen Ländern, die dann teilweise unterschiedliche Geschwindigkeiten auch in der Regulatorik haben, wie das alles einhergeht. Und konkret lautet die Frage: Gibt es eine vage Vermutung, ab wann Deutschland eine einheitliche Regelung zum Datenschutz mit anderen Ländern hat? Jetzt ist natürlich so ein Projekt nicht in der Lage, das vorherzusehen, aber vielleicht gibt es da einfach mal eine vage Vermutung oder Einschätzung. Eine ganz vage Vermutung ist, dass das einhergeht mit der Einführung des EHDS. Deswegen habe ich nochmal die Timeline-Folie rausgekramt, die das Digitalkonzept von Dr. Ossikowski bedient sich ja Begrifflichkeiten, die man auch im EHDS findet, zum Beispiel das mit den sicheren Verarbeitungsumgebungen und auch andere Konzepte, die jetzt man sieht, wie zum Beispiel bei der Zulassung von Medizingeräten. Da wird es eine Art, wenn nicht Harmonisierung geben, dann eben ein Vorgang, dass man zum Beispiel in Deutschland sich nicht mit 17 Datenschutzbeauftragten umschlagen muss, sondern mit einem, so ähnlich wie Honig das ja versucht hat, erfolgreich, nicht nur versucht, sondern auch umgesetzt. Da kann ich nur sagen, die TMF ist ja auch geförderter Partner bei uns zum HealthX-Projekt und berät uns dahingehend. Insofern sind wir da ganz gut aufgehoben. Möchtest du das ergänzen? Sehr gut. Gibt es weitere Fragen hier aus dem Teilnehmerkreis vor Ort? Online sind wir ungefähr ähnlich viele Zuhörende jetzt hier vorne. Sehr schön. Jetzt denke ich, vielen Dank für die tolle Initiative, das irgendwie auch bürgerinnenzentriert zu machen. Die Frage, die ich mir jetzt gestellt habe, das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Gibt es denn Alternativprojekte in Frankreich, Großbritannien, die ja wahrscheinlich auch ähnliche Datensätze versuchen aufzubauen? Wie lagern die Daten irgendwie aus? Nehmen die größere Plattformprovider oder bauen die auch was ganz Eigenes? Und wie regeln Sie das? Ist das letztendlich dann irgendwie eine Serverstruktur, die in der Charité steht oder irgendwo anders ausgelagert ist, nur weil so Interesse habe, wie das dann praktisch erfolgt? Also zu Frankreich kann ich sagen, da gibt es den Health Data Hub. Frankreich ist grundsätzlich ein bisschen zentralistischer aufgebaut als wir. Deswegen wird es da nach allem Augenschein eine Lösung geben, die dann dafür zur Verfügung steht. Für die UK kann ich es nicht genau beantworten. Da läuft aber vieles über den NHS. Ich kann aber sagen, dass in Europa zu den EHDS-Infrastrukturen gibt es ja schon Piloten, bei denen mehr als 10, weniger als 15 Staaten beteiligt sind, die auch schon in einem kleinen Rahmen, aber tatsächlich technisch nachvollziehbar und sehbar, Daten austauschen miteinander, so wie es EHDS eben ermöglichen soll. Da geht es im Moment im Wesentlichen um die Übertragung von Daten im Behandlungskontext oder das E-Rezept. Das ist aber trotzdem wichtig, weil es so ein bisschen auch die Frage von Herrn Kunze von ganz am Anfang beantwortet, wer macht denn eigentlich was? Und da passieren Dinge, auf die man sich zurückbesinnen kann, genauso wie es zum Thema Identität verschiedene Projekte gibt im Rahmen von EU Digital Identity Wallet, wo eben auch zum Beispiel die Bundesdruckerei die technische Leitung in einem Projekt hat namens Potential. Was da jeweils, und weil das eben dicke Bretter sind, wie Jürgen immer sagt, die gebohrt werden müssen, nehmen die im Moment dünnere Bretter und probieren erstmal, wie das überhaupt geht, wie man das Werkzeug ansetzen muss. Das ist nichts, was nächstes oder übernächstes Jahr fertig ist. Genau wie bei ECPDC, was auf 4 bis 6 Jahre angelegt sein wird, ist das so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Und das ist vielleicht auch nochmal eine Teilantwort auf eine Frage von Schlomo, was das denn soll, wenn es die ganzen anderen Gesundheitsinfrastrukturen gibt. Wir versuchen halt die Geschwindigkeit des Marktes aufzunehmen und zu bedienen und nicht die Geschwindigkeit der Gesetzgebung. Und vom BMG wissen wir, dass die sehr froh sind, mit Leuten zu reden, die sagen, das geht. Und hier ist übrigens eine mögliche Lösung, weil es ihnen eine viel bessere Idee gibt, worüber sie überhaupt reden, wenn sie Legislatur neu gestalten. Weitere Fragen? Musik? Ja, in dem Zusammenhang stellt sich für mich die Frage, welche Akteure kann man eigentlich sich vorstellen, um das Ganze, ohne damit andere zu irritieren, aber doch aktiv beschleunigen und damit Prozesse, die später irgendwann vielleicht auch tatsächlich erreicht werden, schon durch das Bürgerinteresse derer, die an einer schnellen Erreichung von, sagen wir mal, brauchbaren Daten, deren Verknüpfung dann uns ja tatsächlich in der Versorgung, wie auch in der Forschung weiterhilft, da also Schrittmacher sein können und auch zeigen, dass man vielleicht schon bevor der Gesetzgeber eigentlich den ganzen Rahmen festgesteckt hat, ja, vor die Welle kommt und sagt, alles technisch machbar, wir machen das einfach. In diesem Zusammenhang eine verrückte Idee, ich bekenne mich dazu, dass also Datengenossenschaften einfach interessiert sein könnten, da Schrittmacher oder auch ja, Pionier zu sein und denen, die sagen, aber die Fülle der Daten, die ja praktisch im Prinzip bei vielen Patienten durchaus schon bestehen, in PDF-Form etc. von den Krankenkassen, wir haben das in der Diskussion ja erlebt, aber nur in begrenzter Zahl tatsächlich zu verarbeiten, Bereitschaft besteht, andere Akteure eigentlich nicht. Wenn man da also praktisch Netzwerke schafft,
oder Genossenschaften, die eben praktisch das kuratieren, die dafür sorgen, dass die Gesamtheit der gesundheitsrelevanten Daten genutzt werden könnte, dann hätte man praktisch schon beispielhaft etwas, was funktioniert, was dann allmählich von den anderen übernommen oder auch getoppt wird, indem man es noch besser macht. Aber dass wir eine Art von Beschleunigungs- und Qualitätswettbewerb haben, statt immer zu warten, dass der Gesetzgeber vielleicht in dieser Legislaturperiode vielleicht auch erst in der nächsten zu Potte kommt. Ja, genau. Also ich verstehe die Frage in zweierlei Hinsicht, ne? Oder ich kann sie in zweierlei Hinsicht einbetten, ne? Also einmal braucht man die Frage nach den Partnern. Okay, aber das, da gibt es verschiedene Optionen, ne? Also Kapitalgeber, ne? Kennen wir schon einige, ne? Die Pharmaindustrie ist sehr interessiert daran, ne? Allerdings ist das dann ein Touch in eine Richtung, wo man das Geld vielleicht akquirieren kann, aber nicht eingebettet ist in die entsprechenden... Soll der Bürger orientiert bleiben? Ja, das ist egal. Es ist weiterhin bürgerorientiert, aber es ist, Entschuldigung, die Bürgerorientierung bleibt immer bestehen, ne? Die Pharma wird natürlich dann ihren Teil haben, aber das ist ja nur ein Teil der Antwort, ne? Wir denken da weiter drüber intensiv nach. Die andere Sache ist, also auch, wir haben auch nichts dagegen mit, wir haben für ein intensives Gespräch mit diversen Großkonzernen, also auch mit amerikanischen. Muss man natürlich damit vor sich gucken, wenn man gegen die arbeiten, ne? Dass wir mit denen arbeiten. Ne? Aber zum Beispiel, ich darf mal ein Nähkästchen plaudern. Die erste Idee mit der Geschäftsführerin von Office, Professor Susanne Boll, ist vielleicht bekannt. Susanne und ich standen zusammen vor 3 Jahren bei irgendeinem, haben wir gesagt, wir machen mal einen Antrag. Das war das Geburtsgespräch von HealthX. Er sagt, das kann doch nicht so schwierig sein, ne? Die Bifid-Daten, nicht Bifid, wer ist die Fitbit. Fitbit-Daten, ne? Zum Beispiel, wenn man, oder Apple Watch oder von den ganzen Anbietern, die werden natürlich übertragen in die amerikanischen Konzerne. Warum nicht? Das war unsere Illusion. Und daran sollten wir uns wieder zurückbesinnen, ne, Harald, ne? Dass wir sagen, wir machen es andersherum. Wir sagen, liebe Fitbit, irgendwann, wenn wir stark genug sind, du kannst bei uns in Europa mitspielen. Europa ist immer noch ein interessanter Markt. Noch. Ne? Immer noch ein interessanter Markt, dann aber zu unseren Gesetzen. Und zwar so, dass die Daten hier bleiben. Das war das Ursprungsgespräch mit Susanne Boll. Ne? Und ich sage ja, das ist in 10 Jahren monetarisierbar, zurzeit noch nicht. Ne? Also das ist die Vision. So wie wir es eingebettet kriegen, zum zweiten Teil der Frage, machen wir uns auch intensiv Gedanken. Da sind wir mit BMG und BMWK gut unterwegs. Da müssen die ganzen Instrumente hinein. Da sind wir mit unserer sicheren Verarbeitungsumgebung vielleicht unterwegs. Wir sprechen auch mit dem BIFARM. BIFARM braucht auch eine Plattform, ne? Also die vorgesehen ist als Data Access Body, Health Data Access Body. Die brauchen auch eine Plattform, ne? So, ich sage es nochmal, wir schreiten voran, vielleicht haben die was Eigenes. Mag sein, ne? Aber vielleicht gehen sie auch auf uns zu. Also so ist unsere Strategie. Ja, vielleicht. Um den Begriff Datengenossenschaft nochmal aufzunehmen, weil der sprang mich gleich an. Unser Business-Product-Owner im HealthX-Projekt hat lange bei einer Firma gearbeitet, die genossenschaftlich organisiert war, wo es um das Vorhalten und Verwalten persönlicher Daten ging. Das ist uns also kein fremdes Konzept. Und es liegt nahe, dass auch so etwas sich gründen kann, weil es vermutlich auch Einzelpersonen nicht zuzumuten ist, sich immer wieder von Grund auf Gedanken zu machen. Und wenn eine Genossenschaft eben geeignet ist, um zum Beispiel als vertrauenswürdiger Mittler von Daten aufzutreten, ist das sicherlich ein Konzept, das, wenn die Plattform dann steht und funktioniert, sich entwickeln wird. Ich sehe online keine weitere Frage mehr, hätte aber, wenn jetzt hier nicht noch eine Frage hochkommt, noch mal eine eigene Frage, die ich so ein bisschen zwischendrin auch habe, die Antwort dazu durchleuchten sehen. Aber es wurde ja schon sehr viel wieder über Technologie gesprochen, über den Datenraum als technologische Anlage, auch die Einbettung in die europäische
Regulatorik oder Finanzierung, aber wenn man nochmal zurückkommt zum Bürger oder zum Menschen in Deutschland, dann sollte der ja was davon haben. Jetzt erlebt ja der Otto-Normalverbraucher nicht jeden Morgen eine halbe Stunde Denkzeit über die Frage, wie er seine Gesundheitsdaten verwaltet, sondern das kommt ja immer erst dann, wenn es eigentlich ein bisschen zu spät ist. Wie werden denn die Stichwort EC oder dieses Vorgehen in Bezug auf Krebserkrankungen, ja, wo man ja doch bei vielen Deutschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen eine ganze Menge sehen kann, wie werden denn diese Anwendungsszenarien evaluiert oder erstmal überhaupt erarbeitet? Wie geht Ludwig Detlef darauf ein, dass es zum Beispiel Versorgungsmodelle gibt, Geschäftsmodelle, wie ist das eingebettet? Das technologisch haben wir ja in Deutschland, Stichwort Gematik, immer wieder auch intensiv gesehen. Wie wird das im Projekt berücksichtigt und wie muss man sich das vorstellen? Ich fange mal mit den Anwendungsszenarien an. Wir haben einen Haufen Anwendungsszenarien. Jürgen hat das vorhin anskizziert. Den Anteil im Projekt daran, der liegt genau beim erwähnten Office, weil die schon seit 20 Jahren Human-Machine-Interaction forschen und auch mit also Selbstvermessung mit Smart Devices irre viel Erfahrung haben. Deswegen sind die auch ganz gut geeignet. Wir haben so Dinge gemacht wie World Cafés, wir bauen Prototypen. Es steht in diesem Jahr eine Studie an der Charité, wo wir genau die Verwendbarkeit von so einem System auch testen wollen. Das ist das eine. Und die andere Frage nach den Geschäftsmodellen. Tim Schurich ist hier von der FU. Professor Martin Gersch ist aufgrund einer Wette online und ist aufgrund einer Wette mit Roland Eitz ins Projekt eingestiegen, weil er nämlich eigentlich gesagt hat, das kann alles nicht funktionieren. Dafür ist er aber extrem fleißig dabei, verschiedenste Geschäftsmodelle zu entwickeln, wie es eben doch funktionieren kann. Der Einsatz ist nicht hoch. Ich glaube, es geht um ein Abendessen oder sowas. Aber dennoch hat er sich der Challenge gestellt. Und es gibt erfolgreiche Beispiele aus anderen Domänen, wie zum Beispiel Catena X, für die Strukturen oder aus anderen Bereichen. Wie heißt das? Vivli in den USA, glaube ich, die genau sowas machen. Natürlich mit einem etwas amerikanischen Anstrich, da würde man jetzt nicht über eine Genossenschaft sprechen, das klingt viel zu kommunistisch für die Amis. Aber grundsätzlich sehen wir, dass die Ideen, die wir umsetzen wollen, dass es die an der einen oder anderen Stelle gibt und dass es durchaus Potenzial gibt. Aber es hilft natürlich, dass die schlauen Köpfe von der FU sich darum kümmern, die zum Beispiel diese gesamte Aufarbeitung, was der EHDS und wie funktioniert der, extrem plastisch und griffig aufgearbeitet haben. Und es ist sehr nützlich für uns, um tatsächlich identifizieren zu können, wo passt denn ein kleines Projekt wie HealthX in die große Idee von EHDS. Gibt es weitere Fragen zu dem Projekt oder vielleicht auch zu den Partnern und dem Werdegang? Ich sehe auch aus der Online-Session keine weiteren Fragen. Dann würde ich zum Abschied mich erstmal herzlich bedanken wollen. Der Weg ist schon sehr weit vorangeschritten, aber noch lange, lange nicht zu Ende. Und es bleibt dabei, dass es im Raum steht, es ist sozusagen der goldene Weg. Ich glaube, es gibt nicht den einen Weg. Und wir haben in Deutschland ja immer wieder die Herausforderung, gegen unglaublich viele Zweifler und Haderer zu kämpfen. Und sehen hier aber durchaus eine sehr große Gruppe an Industrie, Forschung, Wissenschaft, Leistungserbringung, die daran arbeitet, den mittlerweile ja für die Europäische Union als EADS etablierten Raum zu kombinieren mit einer doch sehr wichtigen, finde ich, auch guten Struktur des GAIA-X-Ansatzes und dem ja nach wie vor doch immer noch mit sich selbst findenden deutschen Strukturansatz. Und in der Gemengelage ist es wirklich aus meiner persönlichen Perspektive beeindruckend, wie weit und auch wie breit der Ansatz dieses Projektes bisher gekommen ist. Insofern drücke ich weiterhin die Daumen und wir geben, was uns ja dankenswert auch durch unser Medium, selbst auch mit Gas, dass das erfolgreich bleibt.
Es ist nicht einfach, aber es ist halt eben auch das deutsche Gesundheitswesen. Wir könnten jetzt noch stundenlang darüber philosophieren, wie man KBV-Bio anbindet oder was mit Semantik passiert. Ja, da werden wir heute nicht mehr fertig. Aber kleine Schritte zu machen, glaube ich, ist wichtig. Und so ein kleiner Schritt ist auch der Abend hier heute wieder, es publik zu machen, sich dafür zu interessieren, jetzt im Anschluss auch in den Austausch zu kommen. Und insofern vielen, vielen Dank für den Vortrag, auch für die Frage- und Antwortrunde. Und ja, dann lade ich ein zu etwas Imbiss und Getränken und möchte aber nicht verpassen, auf den nächsten Termin hinzuweisen. Der nächste Health-IT-Talk steht im Zeichen der Regulatorik. Wir wollen mal in das hier schon so ein bisschen auch im Chat kursierende Gesundheitsdatennutzungsgesetz und Digitalgesetz reinpieken und mal miteinander darüber lernen, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Leistungserbringung. Also welcher Krankenhausgeschäftsführer, welche Klinik hat eigentlich verstanden, was Secondary Use oder die regulatorischen Möglichkeiten mit sich bringen. Ist das etwas, was heute auch im Rahmen der aktuellen Technologien in den Kliniken möglich wird? Und ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind.